Eine der ersten Sachen, die ihr in Valheim tun solltet, ist es, euch Karotten zu pflanzen bzw. ein Feld anzulegen, denn gerade in Kombination mit so einer Wildschweinfarm bekommt ihr einfach Zugriff auf sehr, sehr gute Rezepte, die euch das ganze Spiel lang begleiten werden. Wie das genau funktioniert, zeige ich dir in diesem Video und als kleinen Bonus gibt's on top noch, wie man Bäume pflanzt. Moin, mein Name ist Nico der Profi und ich habe zu Valheim schon das ein oder andere Video gemacht und wöchentlich kommen neue Videos dazu. Wenn du also keins mehr verpassen willst und Bock darauf hast, lass gerne ein Abo da. Kommen wir zu den Dingen, die ihr auf jeden Fall benötigt. Ihr müsst auf jeden Fall den ersten Boss in Valheim besiegt haben, sonst habt ihr keinen Zugriff auf die Materialien, die ihr braucht. Zusätzlich braucht ihr logischerweise Karottensamen und ihr braucht einen Flug. Den Flug könnt ihr euch in der Schmiede herstellen und zwar gibt es den einmal hier in diesem Menü. Dafür braucht ihr Bronze und das bekommt ihr erst nach dem ersten Boss. Tutorial zum ersten Boss und auch wie man eine Schmiede baut und wie man die benutzt, ist oben verlinkt, beziehungsweise wird oben verlinkt sein, wenn die Videos da sind. Und damit ihr den Flug bauen könnt und Karottensamen bekommt, müsst ihr einmal in den Black Forest, denn zum einen braucht ihr die Samen und zum anderen braucht ihr Corewood, beziehungsweise Kernholz. Karottensamen kann ich euch schon zeigen, die sehen so aus. Die stehen überall im Black Forest, also im Dunkelwald auf Deutsch, I guess, stehen die rum. Könnt ihr einfach aufsammeln, zack, peng, und dann kriegt ihr direkt drei Samen in euer Inventar. Das heißt, wenn ihr die seht, auf jeden Fall immer mitnehmen. Und für Corewood, wie gesagt, in den Dunkelwald gehen. Und hier gibt es Kiefern und die Kiefer könnt ihr mit einer Steinaxt abbauen. Wichtig, das hier ist eine Kiefer. Es gibt auch noch die etwas dickeren Bäume hier im Dunkelwald. Das sind Tannen. Und nur eben aus der Kiefer bekommt ihr euer Corewood raus, was ihr dann für den Flug braucht. Einfach abbauen und eben zerlegen und dann zack, peng, seht ihr es auch oben links, Kernholz hinzugefügt, beziehungsweise haben wir es jetzt im Inventar. Und wie gesagt, wenn ihr das habt, könnt ihr euch einen Flug zusammenbauen und ich habe jetzt hier den Flug bei mir auf die Hotbar auf die Nummer 1 gepackt, wähle das Ganze hier aus und kann jetzt mit einem Rechtsklick halt hier in dieses, ja, Baumenü quasi reinkommen, wie ihr es auch schon vom Hammer kennt oder von der Hacke, und kann jetzt hier Kultivieren auswählen. Kultivieren funktioniert sehr, sehr ähnlich wie das Begradigen quasi auch. Das heißt, ihr könnt euch einfach hier so ein Feld anlegen und habt dann quasi fruchtbaren Boden. Wenn ihr ein Feld gebaut habt, was euch groß genug ist, dann könnt ihr auch anfangen und schon die Samen einpflanzen. Dafür wieder Rechtsklick, um ins Menü reinzukommen und dann seht ihr hier, könnt ihr Karotten pflanzen und habt dann hier quasi das Menü draußen. Und wichtig ist jetzt hier, dass wir immer in etwa einen Meter Platz lassen müssen zwischen den einzelnen Pflanzen. Man kann sich so als Orientierung so eine Bodenplatte nehmen, die ist dann einen Meter breit quasi und setzt dann ungefähr in dem Abstand daneben dann die nächste Karotte und immer so weiter. Das Ding ist nämlich, wenn die zu dicht beieinander stehen, dann können die nicht wachsen und vergammeln dann ganz einfach. Aber so funktioniert das eben. Wenn man sich jetzt mal das Feld hier anguckt, das ist auch nicht immer unbedingt ein Meter, aber ne, prägt euch das so ungefähr ein, die Entfernung, die ihr da braucht, und dann müsst ihr da nicht jedes Mal so ein blödes Holzstück anlegen, um zu gucken, ob es dann perfekt passt. Es sei denn, ihr geht da irgendwie auf Schönheit bei dem Feld. Mittlerweile kennen wir uns ja auch und bei mir muss es immer praktisch sein, das heißt, ja, passt so, ne? Sieht einigermaßen okay aus und es erfüllt den Zweck auf jeden Fall. Was noch wichtig ist, was ich jetzt bei mir hier nicht mehr habe, ist, ich würde euch empfehlen, dass ihr euch einen Zaun um das Feld herum baut. Es sei denn, ihr habt hier schon so eine Blockade gebaut, wie ich das habe, weil ist eure Base offen, laufen hier die Zwerge rein und hauen euch einfach das Feld kaputt und machen euch die ganze Ernte kaputt. Das ist ziemlich nervig, deswegen kann ich empfehlen, hier so einen Zaun eben ein bisschen rumzuziehen und das Ganze eben, ja, abzusichern. Ihr könnt da einfach rüberspringen und kommt trotzdem rein, alles kein Problem. Wie dem auch sei, wenn ihr jetzt die Karotten angepflanzt habt, dann dauert das 4000 bis 5000 Sekunden, bis die gewachsen sind. Ist nicht immer dieselbe Zeit, variiert ein bisschen. Es sind nicht immer alle Pflanzen zur selben Zeit am Blühen, müsst ihr ein bisschen warten, aber das ist so die ungefähre Zeit, wie lange das dauert. Ganz wichtig ist jetzt, wenn ihr die erste Ernte einfahrt quasi, ja, ich habe jetzt hier auch ein Karottenbeet und ich sammle jetzt mal ein, zwei, drei so ein, ja, dann können wir uns jetzt denken, toll, ich habe endlich Karotten, ich kann jetzt endlich kochen gehen und meine Karottensuppe machen, die übrigens sehr, sehr gut ist, weil sie gibt einfach sehr viel Ausdauer, dann wäre das ein Fehler, denn ihr könnt, wenn ihr Karotten im Inventar habt, hier auch wieder in euer, ja, Flugmenü gehen, dann seht ihr hier Karottensaat und dort könnt ihr eben Karotten anpflanzen, um daraus neue Saat zu bekommen. Seht ihr jetzt auch schon hier, ich habe also die Karottensamen pflanzen jetzt bei mir in der Base und die Karotten und aus einer Karotte bekommt ihr dann immer drei Samen raus und so könnt ihr auch mit relativ wenig Karottensamen am Anfang euch eben sehr viele generieren und dann einfach ein sehr großes Feld anlegen. Das heißt, ich würde auf jeden Fall die ersten Ernten immer wieder wiederverwenden, um dann weitere Samen zu bekommen, bis ihr euer Feld dann komplett bestellen könnt. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, ich habe jetzt auch nicht genug Karottensaat gehabt, gestern das Feld nochmal angepasst und wenn das dann quasi komplett voll ist, dann weiß ich ja ungefähr, wie viele Samen ich brauche und kann mir dann ausrechnen, wie viele Karotten ich wegpacken kann für mich selbst und wie viele wieder aufs Feld müssen. Da würde ich euch auf jeden Fall auch so ein, ja, Zwei-Felder-System empfehlen.
So mache ich das gerne, habt ihr schön sortiert und voneinander getrennt. Im Übrigen nochmal ein kleiner Bonus mit dazu. Wenn ihr im Sumpf seid, gibt es Rübensamen und Rübensamen sehen so aus. Die sind also gelb, ja, sehen fast so aus wie die Karottensamen, nur dass sie eben gelb sind. Könnt ihr auch einsammeln und da funktioniert es genauso. Könnt ihr euch dann eben auch die Rüben anpflanzen und daraus wieder Samen machen. Ganz, ganz wichtig. Jetzt bleibt natürlich noch die Frage offen, warum überhaupt der ganze Aufwand? Zum einen schaltet ihr dadurch Rezepte frei bei euch im Kochtopf. Zum Beispiel jetzt hier die Karottensuppe. Die bringt extrem viel Ausdauer, ist richtig, richtig gut. Und zum anderen beispielsweise auch durch die Rüben, die ihr später bekommen könnt, schaltet ihr ebenfalls nochmal ein sehr gutes Rezept frei. Aber es gibt noch einen weiteren Grund, und zwar könnt ihr euch ja in Valheim Wildschweine zähmen. Video ist oben verlinkt, wie man das genau macht. Und für die braucht ihr eben immer wieder Futter. Und wenn ihr nicht immer wieder loslaufen wollt und farmen wollt, dann lohnt sich so ein Feld einfach extrem für euch. Denn ihr habt ja quasi alles direkt an einem Ort. Wie gesagt, gibt es noch einen kleinen Bonus, wie man Bäume anpflanzt. Und dafür brauchen wir Folgendes, wir brauchen natürlich Samen dafür. Ich habe jetzt hier Buchensamen und da könnt ihr auch wieder euren Flug auswählen, wieder ins Menü reingehen und hier auf der rechten Seite sehen wir dann, dass wir da wieder ein Menü haben oder einen Auswahlpunkt für unseren Buchensamen. Und hier ist es so, die könnt ihr auch wieder ganz einfach platzieren. Und wenn ihr euch jetzt einen dichten Wald anlegen wollt, sieht man jetzt, glaube ich, relativ schlecht, dass es überhaupt ein Buchensamen ist, dann könnt ihr auch hier wieder einen Holzbalken oder eben eine Bodenplatte anlegen. Und hier ist es eben so, die brauchen 2 Meter Abstand. Wenn ihr es also schick machen wollt, müsst ihr da euch eben diesen 2 Meter Abstand einprägen. Ansonsten macht das wie ich. Ich laufe immer ein bisschen so durch die Gegend und mache das einfach so. Dann wird das schon irgendwie alles passen. Und es ist schön weit auseinander. Wenn dir das Video geholfen oder gefallen hat, dann lass gerne einen Daumen nach oben da. Dann es hilft dabei, dass das Video auch anderen Leuten angezeigt wird. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.